Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Ich bin der Beat von Tesla Fans Schweiz. Heute unterwegs in einer ganz speziellen Angelegenheit. Jeder Tesla Model S-Fahrer hat, ja, jeder ist jetzt etwas übertrieben, aber viele Tesla Model S-Fahrer haben schon das Bedürfnis gehabt, dass sie gerne einen Anhänger oder einen Wohnwagen hätten wollen ziehen. Wie wir alle wissen, bietet Tesla das für das Model S nicht an. Und das ist genau der Grund, warum ich heute unterwegs bin. Es gibt nämlich einen Anbieter aus unserem nördlichen Nachbarland, der seit letztem Jahr erfolgreich in Deutschland solche Anhängerkupplungen, um die geht es, verkaufen. Und wie wir auch wissen, ist, dass man so einen Verkauf in der Schweiz kann machen, noch eine Zulassung, eine Zertifizierung notwendig. Und um genau diese Zertifizierung geht es heute. Das schauen wir zusammen anschauen, wie das funktioniert, was da notwendig ist. Wir werden einen Teil von diesem Testszenario sehen, nämlich den Teil, der vom europäischen Gutachten hier noch muss ergänzt werden. Und das schauen wir uns nachher zusammen anschauen. Wir sind jetzt hier vor Ort bei der Firma DTC, Dynamic Test Center AG. Das ist eine akkreditierte Prüfstelle und Zertifizierungsstelle für genau solche Sachen, wie zum Beispiel eine Anhängerkupplung. Und bei mir ist der Oran Emmenegger. Er tut uns heute begleiten und zeigt doch kurz, um was es genau geht, auf was das geschaut wird für so eine Anhängerkupplungsprüfung. Wir sehen hier, vielleicht, dass wir das noch kurz anschauen können, dass der Versuchsaufbau, das Model S, das ist nichts Spezielles. Aber wenn wir vielleicht vorne schnell anfangen, was haben wir hier auf dem Fahrzeug? Das ist, habe ich vorhin mitbekommen, ein GPS-Sensor. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Der hier ermittelt das GPS-Signal und gibt uns eigentlich eine Geschwindigkeit, also die genaue Geschwindigkeit an. Und die wird dann im Messfile, das wir erstellen, wird das dann aufgezeichnet. Zusammen mit dem Signal, das wir hinten haben. Das ist hier ein Gierratensensor. Der nimmt einfach auf, wie stark das Gierbeschleunigung ist bei der Messung und zeigt uns dann, ob das Fahrzeug oder das Fahrzeug zusammen mit dem Anhänger zu fest pendelt oder ob das Pendelsignal in nützlicher Frist abklingt. Oder? Okay. Also ich habe vorhin verstanden, es gibt zwei Geschwindigkeiten oder eigentlich drei, die man misst, 60, 80 und 100. Habe ich das richtig genau im Kopf? Also wir fangen mal mit 60 an. Das hat doch mit der Sicherheit zu tun. Also wir wollen nicht reinschiessen mit 80. Und dann tasten wir uns langsam her. Wenn wir merken, es ist kein Problem mit 60, dann gehen wir vielleicht auf 70 und dann auf 80. Momentan ist in der Schweiz 80 zugelassen für Anhänger. Genau. Es gibt aber Bestrebungen, wo man sagt, man möchte es ähnlich wie in Deutschland oder in anderen EU-Ländern auch die 100 km/h für Anhänger unter speziellen Bedingungen, wenn sie dann eben so getestet sind, würde zulassen. Also eventuell wird man das auch noch schauen, mit 100 km/h zu testen. Da sind wir dran, also vor allem bei den Fahrzeugen, wo wir merken, bei den Messungen, es ist kein Problem, können wir nicht probieren, ein bisschen höher zu gehen, aber dort muss man dann vielleicht Schritte ein bisschen kürzer wählen, weil wenn man von 80 auf 100 geht, könnte es dann gefährlich werden, weil wir haben viele Beispiele, was schon mit 80 sehr kritisch ist, also vor allem, wenn sie dann noch mehr Anhängelast wollen, dann geht es nicht mehr als 80, das ist wirklich eine Sicherheitsfrage. Also wenn Unfälle passieren auf der Autobahn mit Anhängern, ist oft das Problem, dass sich der Anhänger aufgeschaukelt und der Fahrer das dann nicht mehr in den Griff bekommt. Wie tut sich das aufschaukeln? Ich habe das selber auch schon gesehen, aber was ist die Ursache von dem? Ist das der Lenker, der nicht gut lenkt? Oder was ist der Anfang? Mit vielen Sachen zu tun. Also das hat einerseits mit dem Fahrzeug zu tun, mit dem man zieht. Sein Fahrwerk hat dann eine gewisse Schwingung. Das Fahrwerk vom Anhänger hat eine gewisse Schwingung. Und wenn das unglücklich zusammenspielt, dann fängt das an aufschaukeln. Da lenkt eine kleine Bewegung, ein Blick in den Rückspiegel. Und dann geht man automatisch mit der Hang mit. Und dann lenkt das schon eine kleine Bewegung, dann fängt das an aufschaukeln, wenn die Geschwindigkeit stimmt. Bringt man das nicht mehr her, also da muss man wirklich auf die Bremse stehen.
Also das ist eigentlich quasi noch als ein Anschlag. Das Einzige, was man machen kann, ist probieren, möglichst rasch zum Stillstand zu kommen. Oder eben abbremsen. Unbedingt bremsen. Oder? Es gibt ja darum auch schon die gegenseitigen Dinge. Gas geben, dann tut er sich wieder stabilisieren. Das ist in der Theorie ist das natürlich, stimmt das, oder? Eine Schwingung hat seinen kritischen Punkt und wenn man noch beschleunigt, würde man ihn wieder strecken. Aber das könnte ja sein, dass man noch stärker in die Eigenfrequenz hineinkommt und es noch schlimmer wird. Also darum ist immer, der Draht ist immer Bremsen. Bremsen ist wahrscheinlich auch eher die Reaktion, dass man drauf schwingt. Vor allem, wenn dann etwas passiert, ist immer besser, wenn man schon bremset hat. Weil wenn man beschleunigt hat und es passiert dann gleich etwas, dann ist man auf der Suche noch schneller. Ja, dann ist wahrscheinlich die Wirkung noch gravierender als mit höherer Geschwindigkeit. Genau, also wenn es kritisch wird, ist immer gut, die Geschwindigkeit zu abbauen, dann tut man Energie abbauen, wenn es nicht zum Aufbau kommt. Jetzt, wir sehen, haben jetzt die ganze Zeit geredet von Testen und hier sehen wir eigentlich die Teststrecke. Das ist selbstverständlich eine abgesperrte Strecke, die nicht für das Publikum zugänglich ist. Es sind noch andere Kandidaten da. Da werden verschiedenste Sachen geprüft und zertifiziert. Unser Gespann, wie wir es hier gesehen haben, wird etwa in 20 Minuten an der Reihe sein. Das werden wir natürlich dann sehen, wie das funktioniert. Genau das Aufschaukeln, das Pendeln, das wollen wir ja sehen, dass es eben innerhalb der fortgeschrittenen Werte bleibt. Und jetzt vielleicht noch schnell zu der DTC. Ihr macht ja nicht nur solche Pendelversuche. Was macht ihr allgemein? Was bietet DTC alles an für im Bereich jetzt Fahrzeuge? Ich habe gesehen, es sind sehr viele Fahrzeuge da. Also das ist primär einfach Fahrzeug-thematische Sachen, die ihr dort macht. Genau. Fahrzeuge, und zwar das fährt bei den kleinsten Fahrzeugen an, bei den Velo. Da testen wir Velo, dann geht es über Elektrovelo, Bremstest von den Elektrovelo. Dann das Ganze mit der PW, das geht über Bremsen, Fahrwerk, Anhängelasten, wie wir gesehen haben, aber auch aerodynamische Teile, Heckspoiler, Felgen, Spurverbreiterungen, alles. Also das sind sowohl Sachen, die es braucht, einfach für das Elektrobike zum Beispiel, dass das eine Typenzulassung bekommt in der Schweiz und dann auf die Strasse darf. Das ist beispielsweise, was du gesagt hast, Bremsen. Oder? Das wäre jetzt etwas, wenn ihr es zertifiziert habt, darf es dann mit dem Zertifikat... Genau, also Elektrovelo ab 25 km/h, die müssen einen Nachweis erbringen, dass sie ja die nur starke Bremsen haben. Das sind ja die mit den gelben Nummern. Genau, die liefern wir den Nachweis, indem man die Bremswirkung prüft und dann kann man dann mit dem zum Strassenverkehrsamt das zulassen. Und das andere, so Spoiler und so, das wäre etwas aus dem Zubehörmarkt, wo eben auch muss Typen geprüft werden. Da kann man nicht irgendetwas selber basteln und hinten draufkleben, sondern das muss auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Genau, also man darf schon probieren, selber zu basteln. Es ist einfach so, wir testen uns wirklich. Also wir analysieren das Material, analysieren, wir lassen definiertes Gewicht drauf fallen und schauen dann, ob es nicht bricht oder ob man sich daran verletzen kann. Das ist der Bereich passive Sicherheit. Ich selber arbeite mehr in der aktiven Sicherheit. Das DTC setzt sich zusammen aus 4 Abteilungen, also die aktive Sicherheit, die passive Sicherheit, die Unfallanalyse und das Engineering. Also Engineering ist dann mehr Simulation, FEM, Sachen, vor allem im PC. Unfallanalyse, die gehen wirklich vor Ort, den Unfall aufnehmen oder auch, wenn sie Aufträge haben vom Staatsanwalt oder vom Anwalt, wo sie dann einen Unfall nachstellen oder analysieren, was passiert ist. Oder? Also es ist, geht weit über das raus, von einer Anhängerkupplung zu prüfen oder zu zertifizieren. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist wahrscheinlich den meisten Leuten gar nicht bekannt oder bewusst, weil wenn man ein Fahrzeug reinsetzt, dann ist es logisch. Es geht mir davon aus, es ist alles zertifiziert und zugelassen. Wir sind übrigens hier nicht irgendwo in einer Grossstadt, sondern wir sind, Berner Jura, kann man das sagen, Berner, oder? Ja. Berner Jura, mitten im ganz idyllisch, wenn man das ein bisschen schwenken, sieht man da die schöne Landschaft. Das ist eben, wie gesagt, ganz idyllisch. Und jetzt sieht es aus, als ob wir schon bald auf die Strecke kommen. Und wir schauen dann gerade, wie das in der Praxis aussieht, wo wir jetzt davon geredet haben.
So, und jetzt wechsle ich mindestens nach meinen Verhältnissen ins Hochdeutsche und hoffe mal, dass der Michael mich gut versteht. Michael Pappenburg ist nämlich der, ich sag mal, der Erfinder oder der Konstrukteur, oder wie nennst du das? Der Konstrukteur der Anhängerkupplung, genau. Gut, genau. Und er hat letztes Jahr erfolgreich in Deutschland beim TÜV und den zuständigen Behörden die Freigabe und die Zulassung, sprich die Zertifizierung für eben diese Anhängerkupplung gekriegt und hat sich dann gesagt, nachdem er von verschiedenen Seiten immer ein bisschen angegangen wurde, ja schön, wenn du die TÜV-Zulassung hast, aber die nutzt mir hier nichts in der Schweiz, hat er sich gesagt, dann schaue ich doch, dass ich diese Zertifizierung auch für die Schweiz erreichen kann. Und genau zu diesem Zweck sind wir heute hier bei DTC. Und vielleicht kannst du noch kurz erkennen, was du schon gemacht hast, ich sage dem, dieser Rüttel-Schüttel-Test, der wurde ja bereits in Deutschland gemacht, darum muss er hier nicht nochmals gemacht werden. Was aber jetzt gemacht wird, ist eben dieses, wie heißt es doch mal? Pendelversuche, Fahrdynamik und diverse Bremsmanöver am Berg, also rauf oder runter. Die sind aber wohl schon gemacht worden. Und morgen werden nochmal Tests gemacht mit Tempo 100. Tempo 60 und 80 ist ja schon gemacht worden. Und heute sind wir eben hier, um die Pendelversuche zu dokumentieren. Genau, schon bald geht's los. Und wenn diese Pendelversuche dann erfolgreich abgeschlossen sind, davon gehst du aus, nehme ich mal an. Dann steht eigentlich einer Zulassung nichts mehr im Weg. Ist das richtig gesagt? Und so ist es. Ich hoffe, dass ich spätestens in circa, ich sag jetzt mal 4 Wochen, die Unterlagen vom DTC bekomme. Und ab dann steht der Zulassung in der Schweiz nichts mehr im Wege. Außer, dass es gekauft werden muss. Genau. Und jetzt, ich weiß, da gibt es jetzt viele Zuschauer, die fragen sich, ja, endlich, darauf habe ich ja schon lange gewartet. Das muss ich jetzt haben. Und wenn jetzt einer zu diesem Schluss kommt und sagt, ich möchte das haben, was macht er dann am besten? Wenn er sagt, okay, Zulassung da, Produkt verfügbar, Kohle habe ich auch, was macht er? Ja, diverse Möglichkeiten. Er geht auf unsere Webseite, bestellt die Kupplung. Wir liefern die in die Schweiz samt Schweizer Gutachten. Alternativ kommt der Kunde zu uns nach Deutschland in die Nähe von Düsseldorf und wir montieren komplett fix und fertig und er fährt mit kompletter Anhängerkupplung wieder nach Hause und muss dann nur noch in der Schweiz zur Zulassungsbehörde. Mit eben dieser mit diesem Zertifizierungsdokument. Mit dem Zertifizierungsdokument vom DTC, genau. Genau, und da geht er, damit ich das noch ergänzen kann, aufs zuständige Straßenverkehrsamt, das ist natürlich bei uns kantonal geregelt, legt dort seinen Fahrzeugausweis und das Zertifizierungsdokument vor und dann wird diese Anhängerkupplung dann als legal eingetragen und darf dann auch verwendet werden. Möchtest du noch was zu den Preisen sagen, wo man sich, in welchem Rahmen man sich bewegt? Also es wird so sein, in Deutschland kostet diese Kupplung 1500 Euro ohne Montage und in der Schweiz wird die umgerechnet das gleiche kosten mit dem Gutachten des DTC
Und die Finanzierung machen wir quasi über die, ich sag mal, unterschiedliche Mehrwertsteuer. Das heißt, der Schweizer zahlt ja deutlich weniger Mehrwertsteuer und die Differenz zum deutschen Endkunden liegt dann quasi auf der Differenz von circa 12% in etwa. Sodass dass der Schweizer unterm Strich ebenfalls insgesamt 1500 Euro zahlen muss wie der Deutsche oder der Österreicher oder wer auch immer. Okay, und dann, wir haben noch gehört, die Montage bietest du noch an in deiner Firma. Genau, die Montage bieten wir an für 650 Euro. Das heißt, wir machen die komplette Montage, dauert bei uns ungefähr zwischen 3 und 4 Stunden. Der Kunde kann darauf warten und dann mit dem Fahrzeug wieder nach Hause fahren. Gut, also damit sollte eigentlich alles klar sein. Ich werde dann am Schluss bzw. unten im Abspann werde ich dann die Links noch verlinken zum Shop von Michael. Michael, da kommt mir noch was in den Sinn. Mr.com. Ja. Wie kommst du zu diesem Namen? Ja, das musst du mir jetzt noch erzählen. Das hat damit nichts zu tun, aber das wollte ich schon lange mal wissen. Das ist eine ganz kuriose Sache. Als wir vor 20 Jahren angefangen haben, hieß die Webseite, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber hatte das Wort Smart in der Headline. Und da kam die Firma Mercedes bzw. Smart auf uns zu, dass wir den Namen nicht verwenden dürfen. Und scherzhafterweise sagte mal in irgendeinem Forum jemand auf die Frage, wo man was kaufen kann, geh doch zu Mr.com und meinte uns damit. Und als dann eine Namensänderung anstand, fiel mir das wieder ein und seitdem heißen wir Mr.com. Das heißt also Mr.com als Wort ausgeschrieben und nicht mr.com, sondern einfach ausgeschrieben. Und das ist manchmal auch am Telefon etwas verwirrend und wir müssen es immer wieder neu erklären. Alles klar, danke, jetzt ja. Da weiß ich das ja, auch. Gut, dann ist soweit eigentlich alles klar und dann schauen wir uns mal an, wie das dann in der Praxis aussieht. So, das war es von diesem spannenden Tag, von der spannenden Zertifizierung von der Anhängerkupplung. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wir sehen uns sicher bald wieder mit einem neuen, interessanten Video. Bleibt dran, macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Yeah.